Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute sprechen wir über den Maßstab und ich zeige dir, wie du Figuren vergrößern kannst. Der Maßstab gibt das Verhältnis zwischen der Länge einer Abbildung und der Länge des Originalbildes an. Wir schauen uns jetzt an, was genau damit gemeint ist. Ich habe hier ein Originalbild, und zwar diesen Fall. Und ich möchte das Bild vergrößern. Und zwar sollen alle Linien dreimal so lang sein. Was muss ich jetzt tun? Da ich den Pfeil auf Kästchenpapier gezeichnet habe, zähle ich jetzt einfach die Kästchen einer Strecke. Ich fange hier oben an bei der Diagonalen. Das sind zwei diagonale Kästchen. Und da meine Abbildung dreimal so groß sein soll, multipliziere ich das mit 3. Also 2 mal 3. In meiner neuen Zeichnung muss die Strecke dann 6 Kästchen lang sein. Das zeichne ich dann hier ein. Und so mache ich das auch mit allen anderen Strecken. Diese Strecke ist ein Kästchen. In meiner Zeichnung ist sie dann dreimal so lang, also 3 Kästchen. Hätte ich übrigens kein Karo-Papier, dann müsste ich die Strecken messen und die gemessene Länge mit 3 multiplizieren. 2 Kästchen im Original in der Abbildung dreimal so lang, also 6 Kästchen. So, das ist meine Abbildung. Der Maßstab beträgt 3 zu 1. 3 Kästchen in dieser Zeichnung entsprechen einem Kästchen im Original. Du kannst dir also merken, die Zahl vorne beim Maßstab bezieht sich immer auf die Abbildung, die Zahl hinten auf das Originalbild oder das Original. Wie ist das jetzt, wenn ich eine vergrößerte Abbildung habe, wie hier von diesem Maikäfer, und ich möchte wissen, wie groß das Tier in Wirklichkeit ist, also im Original? Dazu muss ich erstmal den Maßstab kennen. In diesem Fall ist der Maßstab hier 2 zu 1. Das heißt, 2 cm in der Abbildung sind 1 cm im Original. Was muss ich jetzt tun? Ich messe als erstes die Länge des Maikäfers in der Abbildung. Das sind 4 cm. Und diese teile ich jetzt durch 2. Das ist einfach 2 cm. Und schon habe ich die Länge des Maikäfers im Original. Wenn du jetzt das Ganze noch einmal üben möchtest und selber Figuren vergrößern möchtest, dann schau dir das Arbeitsblatt an, das ich in der Videobeschreibung dazu verlinkt habe. Und wenn du heute etwas gelernt hast, freue ich mich wie immer über ein Abo und den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.